Welt so gefährlich, so lebensfeindlich, dass noch nie jemand versucht hat, dorthin zu reisen. Sie liegt nicht im All, nicht auf der Erde, sondern tief in ihrem Inneren. Wir glauben, auf festem Grund zu wandeln. Aber wenn wir ins Innere unseres Planeten blicken, sehen wir eine fremde Welt. Wir sehen bizarre Kreaturen, die nur hier unter der Erde leben. Wir sehen, wie vor unseren Augen Gold entsteht. Wir spüren 1200 Grad Hitze im Inneren eines Vulkans. Wir entdecken Diamanten, die in 240 Kilometer Tiefe vergraben sind, und gewaltige Strudel von flüssigem Eisen. Bis wir in über 6000 Kilometer Tiefe im Mittelpunkt der Erde ihr schlagendes Herz erreichen. Unser Planet kann uns vernichten. Unter seiner Kruste liegen immense Kräfte verborgen. Sie könnten jederzeit hervorbrechen und die Hölle auf Erden entfesseln. Unter unseren Füßen lauert unser größter Feind. Er ist gleichzeitig unser wichtigster Verbündeter. Wir haben mit den Elementen aus dem Inneren der Erde Zivilisationen erschaffen. Ihre Geschichte ist auch unsere Geschichte. Diese Kohlemine im Herzen der USA ist unser Einstiegspunkt. Meter. 45 Meter. 70 Meter unter den Maisfeldern des US-Bundesstaats Illinois. Licht, Leben, alles, was wir kennen und lieben, liegt hinter uns. Vor uns. Dunkelheit, Gefahr, das Unbekannte. Dies ist keine gewöhnliche Kohlemine. Versteinerte Blätter und Pflanzen überziehen die Höhlendecke. Dies war einst ein lebendiger Wald. Nun ist es massiver Fels, vergraben unter der Erde. Um zu begreifen, was hier geschehen ist, müssen wir in der Zeit zurückreisen. Vor 300 Millionen Jahren steht hier ein dichter Regenwald. Riesige Bäume ragen 30 Meter über dem Waldboden auf. Dann lässt ein Erdbeben den Boden absinken. Und verwandelt so den Wald in einen See. Schlamm umhüllt die Bäume, wie Fliegen, die in Bernstein eingeschlossen sind. Über Millionen von Jahren wird der Schlamm zu Stein.
Das Gewicht des Steins presst den Wald wie Blüten in einem Buch und drückt Wasser und Sauerstoff aus ihm heraus. Hitze aus dem Erdkern und aus dem verrottenden Material selbst kocht die Biomasse. Alles, was übrig bleibt, ist Kohlenstoff. Über hunderte Millionen Jahre haben Druck und Hitze diesen Wald in ein riesiges Fossil aus reiner Kohle verwandelt. Der fossile Wald liegt 70 Meter unter der Erde. Tausende Kilometer und Billionen Tonnen massiver Fels liegen vor uns. Um den Erdkern zu erreichen, müssen wir durch die Erdkruste brechen. Durch Kilometer von verdichtetem Gestein, das unseren Planeten umschließt. Die Kruste misst 5 Kilometer an ihrer dünnsten, 70 Kilometer an ihrer dicksten Stelle. Sie ist überwiegend massiv, aber nicht überall. Fast 240 Meter unter der Wüste von New Mexico liegt ein natürlicher Hohlraum. Hier unten lebt etwas. Fledermäuse zu Hunderttausenden. Und noch etwas anderes. Geisterhafte, farblose Kreaturen. Tausendfüßler, Schaben und Insekten, die in ewiger Dunkelheit leben. Ohne Licht, um zu sehen oder gesehen zu werden, brauchen sie keine Augen. Ohne Licht brauchen sie keine Tarnung oder Farbe. Spezies wie sie könnten nirgendwo auf der Erde existieren, außer hier in dieser Höhle. Wir sind Eindringlinge in einer fremden Welt. Noch könnten wir umkehren. Aber nach der nächsten Biegung... Eine Kammer. So gewaltig, dass ein Flugzeugträger hier Platz fände, ohne sie auszufüllen. Dies sind die Carlsbad-Höhlen im US-Bundesstaat New Mexico. Die Kammer ist fast 25 Stockwerke hoch und über 500 Meter breit.
Wir könnten auf einem fremden Planeten Millionen Kilometer von der Erde entfernt sein. Wäre da nicht dieses Fossil, das in der Wand eingebettet ist? Ein Schalentier. Diese Höhen 240 Kilometer unter einem Gebirge und hunderte Kilometer vom nächsten Meer waren einst ein Ozean. Vor 280 Millionen Jahren an exakt derselben Stelle wie die Karlsbadhöhen ist das Fossil ein Nautilus. Er schwimmt in einem warmen, tropischen Ozean. Eines Tages stirbt der Nautilus, wie zahllose andere Kreaturen. Über Millionen von Jahren füllt sich sein Skelett mit Schlamm. Seine Schale, die reich an dem Mineral Kalzit ist, verwandelt sich zu Stein, Kalkstein. Der Nautilus wird zum Fossil, zu einem von Millionen. Zusammen bilden sie eine Kalksteinschicht, die über 600 Meter dick ist und hunderte von Kilometern lang. Der Ozean darüber geht zurück und verdampft. Der Nautilus wird begraben. Regen sickert hinab. Er vermischt sich mit salzigem Grundwasser, angereichert mit Hydrogensulfidgas. Dadurch wird er sauer und frisst sich durch den Kalkstein. Über Millionen von Jahren hüllt das Wasser Tunnel aus und schafft ein Netz von Gängen und riesigen Höhlen. In der Höhle verdunstet das Wasser und lässt kleine Kalzitkristalle zurück. Tropfen um Tropfen lagert sich der Kalzit ab. Er wächst in Form von Stalaktiten von der Decke herab und in Form von Stalagmiten vom Boden empor. All dies besteht aus Meerestieren, die vor langer Zeit gestorben sind. Zermalmt und aufgelöst bilden sie gewaltige Säulen. Sie entstehen, wenn ein Stalaktit von der Decke mit einem Stalagmit vom Boden verschmilzt. Und zerbrechliche, strohhalmähnliche Stalaktiten. Es dauert 100 Jahre und länger, bis nur 2,5 Zentimeter dieser hohlen Kalzitröhren gewachsen sind. Wir könnten für immer hier bleiben.
gefesselt von der Schönheit der Höhle. Aber wir müssen uns losreißen, weiter zum Kern der Erde. Wir sind 300 Meter tief in der Erdkruste, unterhalb von Südkalifornien. Gewaltige Kräfte haben den Fels hier zermalmt. Überall ist Schutt. Erst wenn wir ihn beiseite räumen, können wir sehen, was hier vorgeht. Wir sind direkt an der Plattengrenze. Hier treffen zwei riesige Teile der Erdkruste aufeinander. Die Grenze verläuft über Hunderte von Kilometern. Es ist die San Andreas-Spalte. Sie sieht ruhig aus. Zu ruhig. Wenn wir die Zeit beschleunigen, ergibt sich ein anderes Bild. Angetrieben von der Hitze im Inneren des Planeten sind die Platten in stetiger, langsamer Bewegung. Zu unserer Linken bewegt sich die nordamerikanische Platte nach Südosten, etwa 2,5 Zentimeter im Jahr. Zu unserer Rechten bewegt sich die pazifische Platte mit derselben Geschwindigkeit nach Nordwesten. Aber sie bewegen sich nicht gleichmäßig. Die Platten bleiben hängen, während sie sich aneinander vorbeischieben. Verlangsamen wir die Zeit, sehen wir, wie sich die kantigen Felsen verhaken. Über Hunderte von Jahren bewegt sich nichts. Spannung baut sich auf. Irgendwann muss sie sich entladen. Ein Erdbeben. Die Energiewellen breiten sich aus und rasen durch hunderte Kilometer massiven Fels mit bis zu 12.800 Kilometern pro Stunde. Bis sie die Oberfläche erreichen. Das ist Südkalifornien. Es wird in zwei Teile gerissen in Superzeitlupe. Ein Erdbeben erinnert uns an die gewaltigen Kräfte, die sich unter der Erdoberfläche verbergen. Wir tauchen wieder in die Kruste ein.
60 Meter tief. 180. 275. Es ist, als würden wir einen fremden Planeten besuchen. Weniger als einen halben Kilometer tief in unserem eigenen. Eine Höhle voller riesiger Kristalle. 300 Meter unter der Chihuahua-Wüste in Mexiko. Manche der Kristalle sind so lang wie ein Bus. Sie sind so weich wie ein Fingernagel und schärfer als eine Rasierklinge. Die Höhle ist atemberaubend schön, aber tödlich. Bei 50 Grad Celsius und 100% Luftfeuchtigkeit kann kein Schweiß verdunsten. Der Körper kann keine Hitze abgeben. Feuchte Luft sammelt sich in den Lungen, die Körperzellen überhitzen. Nach 20 Minuten beginnen wir selbst im Kälteanzug und mit Atemmaske zu ersticken. Vor 20 Millionen Jahren ist die Höhle voller Wasser. Und sie ist heiß, mindestens 500 Grad Celsius, aufgeheizt von flüssigem Gestein, das aus den Tiefen der Erde aufsteigt. Im Laufe der Zeit kühlt das Gestein ab und die Wassertemperatur fällt, bis sie vor 250.000 Jahren 58 Grad Celsius erreicht. Diese Temperatur setzt eine chemische Reaktion in Gang. Im Wasser gelöste Gipspartikel verklumpen zu einem Kristallwald. An der Erdoberfläche unternehmen unsere Vorfahren ihre ersten Schritte vom afrikanischen Kontinent. Eiszeiten kommen und gehen, Zivilisationen erblühen und enden. Währenddessen wachsen die Kristalle ungestört. Eine Viertelmillion Jahre später legen Minenarbeiter auf der Suche nach Silber die Höhle trocken und entdecken eines der größten Wunder dieser Erde. Meter tief. 460 Meter in der Erdkruste. Schichten um Schichten von Gestein. Jede erzählt eine Geschichte. Marmor, geformt aus uralten Meerestieren, die aufgeheizt, komprimiert und wieder aufgeheizt wurden. Diese Schichten sind Seiten im Buch der Geschichte unseres Planeten. Sie bestehen aus Staub, Schlamm, Pflanzen und sogar Tieren, die sich über Jahrmillionen ablagerten. Sandstein. Die verbackenen Überbleibsel einer längst vergessenen Wüste. Wind und Wasser bewegen Material um den Planeten und neue Schichten lagern sich ab.
Eine Schicht begräbt die nächste und presst das Material darunter zusammen, bis es zu massivem Fels wird. Basalt, einst ein mächtiger Vulkan, der von Wind und Regen zermahlen wurde. Diese Schicht ist nicht wie die anderen. Sie ist dünner und scheint sich ins Unendliche zu erstrecken. Sie enthält ein Element namens Iridium. Iridium ist selten auf der Erde, aber häufig im All. Fast 600 Meter im Inneren der Erdkruste finden wir eine Schicht Weltraumgestein. 550 Meter unter Denver in Colorado finden wir eine Schicht von außerirdischem Fels. Einst lag dieser Fels an der Oberfläche. Das bedeutet, dass Denver von Weltraumstaub bedeckt war. Es klingt wie Science Fiction. Und was dahinter steckt, ist noch unglaublicher. Ein Asteroid größer als eine ganze Stadt. Vor 65 Millionen Jahren stürzt er geradewegs zur Erde, einem Planeten, der von Dinosauriern regiert wird. Auf dem Tyrannosaurus Rex, der unangefochtene Herrscher ist. Er ist so schwer wie ein Elefant. Sein meterlanger Kiefer, geschaffen zum Zermalmen gewaltiger Knochen. Er hat keine natürlichen Feinde. Niemand kann dem Echsenkönig gefährlich werden. Aber 2400 Kilometer südlich braut sich etwas zusammen. Der Asteroid schlägt vor der Küste der mexikanischen Yucatan-Halbinsel ein. Dabei setzt er die Energie von 100 Millionen Atombomben frei. Am Einschlagspunkt herrschen Temperaturen von bis zu 20.000 Grad. Die Erdkruste verdampft. Genauso wie jedes Lebewesen im Umkreis von 500 Kilometern und der Asteroid selbst. Der Einschlag schleudert eine gewaltige Staubwolke in die Atmosphäre. Sie kann der Erdanziehungskraft nicht entkommen und legt sich über den gesamten Planeten. Ein lokales Unglück wird zur globalen Katastrophe. In Nordamerika wird der Tag zur Nacht, monatelang. Ohne Sonnenlicht sterben die Pflanzen. Die Pflanzenfresser verhungern. Die Fleischfresser folgen ihnen. Die Dinosaurier, vielleicht die größte, erfolgreichste Spezies, die es auf der Erde je gab, sterben aus. Diese dünne Gesteinsschicht in 550 Meter Tiefe ist ein prähistorischer Killer. Vor 65 Millionen Jahren tötete sie die Dinosaurier zusammen mit 75% allen Lebens.
Dies ist mehr als eine Mission zum Mittelpunkt der Erde. Es ist eine Reise durch die Erdgeschichte. Ein Band aus rotem Fels. Es ist voller Rost. Wie gelangen Millionen Tonnen Rost 600 Meter unter den US-Bundesstaat Michigan? Vor 3,5 Milliarden Jahren ist hier ein seichtes Meer. Heimat einer der frühesten Lebensformen der Erde. Bakterien, sogenannte Stromatolithen. Wie durch Zauberhand verwandeln diese Bakterien Sonnenlicht in Nahrung. Und sondern dabei ein Gas ab. Sauerstoff. Der Sauerstoff verändert das Leben auf der Erde. Er macht die Atmosphäre atembar. Und verwandelt in den Ozeanen gelöste Eisenspuren in Rost. Der sinkt zum Meeresgrund, wo er Schichten von eisenreichem, rotem Gestein entstehen lässt. Heute bauen wir dieses Gestein ab. Wir lösen das Eisen heraus und bauen daraus Autos, Flugzeuge, Brücken und Wolkenkratzer. Diese Gesteinsschicht ist die Grundlage unserer Zivilisation. In fast 2 Kilometern Tiefe liegt ein aktiver Minenschacht. Von hier aus geht es noch tiefer hinunter. Wir sind 3,9 Kilometer unter Südafrika, in der tiefsten Mine der Welt. Kein Mensch war je tiefer. Wir haben die Grenze der menschlichen Erkundung erreicht. Die große Hitze macht ein weiteres Vordringen unmöglich. Die Gesteinswände sind mindestens 60 Grad Celsius heiß, heiß genug, um sich daran die Finger zu verbrennen. Das Gewicht von fast 4 Kilometern massivem Fels birgt das stete Risiko von Einstürzen. Doch das Risiko lohnt sich. Das Gestein sieht unscheinbar aus. Aber es verbirgt etwas Spektakuläres. Vor 2,8 Milliarden Jahren lässt hier heißes Wasser, das seit der Entstehung des Planeten in der Erde eingeschlossen ist, den Fels springen. Das Wasser setzt mikroskopische Mineralteilchen frei. Sie bilden eine Quarzader. Darin ist Gold.
Es ist natürliche Alchemie. Gold fesselt die Menschen seit Jahrtausenden. Es läuft nicht an, verblasst und zerfällt nicht. Es ist außergewöhnlich formbar. Eine einzige Unze Gold kann zu einer Fläche von 90 Quadratmetern ausgewalzt werden. Und vor allem, es ist wunderschön. Jedes Gramm Gold, auch das Gold in ihrem Ehering, begann seine Existenz vor Milliarden von Jahren in einem explodierenden Stern. In einer Supernova, einer Explosion von solcher Gewalt, dass sie Atome zu Gold verschmelzen lässt. Mikroskopische Goldpartikel werden ins All geschleudert, vermengen sich mit Gestein und Staub und bilden so unseren Planeten. Eben diesen Goldstaub bauen wir heute in fast 4 Kilometern Tiefe ab. In dieser Mine liegt das meiste Gold im Gestein verteilt. In jeder Tonne Fels steckt ein knapp zuckerwürfelgroßer Goldklumpen. Und noch etwas verbirgt sich in diesen Felsspalten. Winzige, geheimnisvolle Organismen. Mikroben. Es sind die am tiefsten lebenden Lebewesen, die je gefunden wurden. Ohne Sonne, ohne Sauerstoff, ohne Nährstoffe fressen diese Mikroben Stein. Und sie sind nicht alleine. Diese Monstren sind Würmer. Ihr Spitzname Teufelswürmer. Sie sind die am tiefsten lebenden Tiere der Welt. Und sie wurden erst vor kurzem entdeckt. Hier unten verbirgt sich ein geheimes Tierreich. Größer und komplexer, als wir uns je hätten träumen lassen. Möglicherweise lebt die Hälfte aller irdischen Lebewesen in der Erdkruste. ...3,9 Kilometer unter der Erdoberfläche. Die Erdkruste ist wie Aladins Höhle, voller Schätze und Überraschungen. Über Hunderttausende von Jahren sammeln sich hier mikroskopische Mineralpartikel. Dann geschieht etwas Außergewöhnliches. Aus einem zufälligen, chaotischen Prozess erwächst Ordnung. Ein Siliziumatom verbindet sich mit 4 Sauerstoffatomen. Wieder und wieder. So entsteht ein komplexes Gerüst aus 6-seitigen Prismen. Das Ergebnis ist Quarz. Eines der häufigsten Mineralien auf der Erde.
Der Sand am Strand, das Glas in unseren Fenstern, selbst die Leiterbahnen in unseren Mobiltelefonen. Sie alle bestehen aus Quarz. Eisenverunreinigungen färben diesen Quarz violett. Es ist ein Amethyst. Saphire. Rubine. Smaragde. Es dauert Millionen Jahre, bis Wind, Regen und tektonische Plattenverschiebung sie in die Nähe der Oberfläche heben. Auf jeden Edelstein, den wir finden, kommen Tonnen, die wir nie zu Gesicht bekommen werden. Wir sind fast 4 Kilometer tief. Die Menschheit hat in die Weiten des Alls geblickt, ist bis an die tiefste Stelle der Meere getaucht. Aber kein Mensch hat je diese Schwelle überschritten. Es ist Zeit, ins Unbekannte vorzudringen. Wir sind tiefer, als je ein Mensch gewesen ist. 4 Kilometer in der Erdkruste unter dem Grund des Golfs von Mexiko. Um uns herum eine Felsschicht, die sich über hunderte von Kilometern erstreckt, über 1,5 Kilometer dick. Sie besteht aus Salz. Billionen Tonnen Salz. Wir streuen damit unsere Straßen und würzen unser Essen. Tatsächlich könnten wir ohne Salz nicht überleben. Aber wie gelangten Billionen von Tonnen Salz hierher unter den Ozean? Vor 160 Millionen Jahren erstreckt sich ein riesiger, sonnenversenkter Talkessel zwischen Texas und Yucatan. Wie das Death Valley liegt er unterhalb des Meeresspiegels und er ist heiß. Salzige Quellen sprudeln am Grunde des Bassins. In der Hitze verdampft das Wasser schnell und hinterlässt eine dünne Salzkruste. Über 2 Millionen Jahre wird die Salzschicht immer dicker, bis wir wieder hier angelangt sind. In einer Salzschicht, die über 1,5 Kilometer dick ist und die 4 Kilometer unter dem Grund des Golfs von Mexiko begraben liegt. Unter dem Salz versiegelt, in 5,5 Kilometer Tiefe, liegt eine Schicht aus porösem Sandstein, getränkt mit einer dicken schwarzen Flüssigkeit. Wir sind auf Öl gestoßen. Mehr noch als Kohle, Edelsteine, selbst als Gold, ist es ein Geschenk der Unterwelt. Öl beherrscht unser Leben mehr als jede andere geologische Substanz. Jedes Mal, wenn wir den Zündschlüssel umdrehen, sollten wir uns an eine Kette von Ereignissen erinnern, die vor 155 Millionen Jahren begann.
5 Millionen Jahre nach der Entstehung der Salzebene liegt hier ein prähistorisches Meer. Heimat von Billionen und Aberbillionen mikroskopisch kleiner Pflanzen und Tiere. Plankton. Sie sind die kleinsten Lebewesen im Ozean. Und von ihnen ernährt sich das Größte. Mit bis zu 25 Meter Länge und mehr ist dieses Monstrum, der Lizichtes problematicus, wahrscheinlich der größte Fisch, der je gelebt hat. Was dem Plankton an Größe fehlt, macht es durch seine Menge wett. Seichte Meere, sonnendurchflutet und gesättigt mit Nährstoffen, bieten dem Plankton perfekte Lebensbedingungen. Totes Plankton bildet eine dicke Schicht organischen Schlamms am Meeresgrund. Langsam lagern sich Schlick und Sand auf dem toten Plankton ab und pressen es zu einem schweren organischen Stein, dem Schiefer. Über Millionen von Jahren wird der Schiefer durch den Erdkern erhitzt. So lange, bis sich das tote Plankton langsam verflüssigt. Die entstandene Flüssigkeit ist reich an Wasserstoff und Kohlenstoff. Diese Kohlenwasserstoffe enthalten mehr Energie als beinahe jede andere bekannte Substanz. Es ist Rohöl, ein fossiler Brennstoff. Wie ein Schwamm saugt der poröse Sandstein das Öl auf. Das darüberliegende Salz versiegelt das Öl im Sandstein. Dort bleibt es eingeschlossen. Bis jemand eine Möglichkeit entdeckt, an es heranzukommen. Mehr als 3,5 Kilometer unter dem Grund des Golfs von Mexiko. Alles Erdöl der Welt, von diesem Vorkommen bis zu den Ölfeldern in Sibirien und im Nahen Osten, ist auf diese Weise entstanden. Erdöl ist das bemerkenswerte Ergebnis einer außergewöhnlichen Transformation, die vom prähistorischen Plankton bis zu dem Benzin im Tank Ihres Autos führt. 5,5 Kilometer auf unserer 6.400 Kilometer langen Reise zum Mittelpunkt der Erde. Während wir uns durch Ihre Kruste bewegen, wird uns bewusst, dass Ihre Geschichte auch unsere ist. Öl, Kohle, Eisen, Salz, Gold. Sie verdeutlichen, was unsere Zivilisation an der Erdoberfläche, der verborgenen Welt der Tiefe, zu verdanken hat. Gleich in Die Erde, ein Planet von innen. Wir gehen noch tiefer. Tauchen durch das eisige Wasser des tiefsten Punktes auf der Erdoberfläche, knacken die Erdkruste und tauchen ein in ein Meer aus brodelndem Gestein. Dort begegnen wir dem Motor unseres Planeten, seinem heißen, pochenden Herzen. Wir erfahren, was den Erdkern antreibt und warum wir ohne ihn nicht überleben könnten. Wir sind auf einer Reise ins Innere unserer Erde. Dort sind unschätzbare Reichtümer verborgen. Riesige Kohlevorkommen, Höhlen voller Gold und mächtige Berge aus Salz liegen unter unseren Füßen. Aber je weiter wir vordringen, desto heißer wird es. Wer ins Innerste der Erde schauen will, muss durch die Hölle. Wir sind tief unter dem Grund des Pazifiks,
in einem Teil der Erdkruste, der sich von der amerikanischen Westküste bis nach Australien und Asien erstreckt. Er besteht aus dichtem, gleichförmigem Fels. Aber hier ist ein Eindringling. Heißes, flüssiges Gestein. 6,4 Kilometer tief in der Erdkruste unter dem Pazifik. Hitze aus den Tiefen der Erde treibt das Magma nach oben, presst es durch die Erdkruste und in den Ozean. Das geschmolzene Gestein kühlt ab und bildet einen gewaltigen unterseeischen Gebirgszug. Dies ist die jüngste Landmasse der Erde. Die Geburt neuer Erdkruste. Das Alte weicht dem Neuen. Aber die Erde wächst nicht. Was also geschieht mit der alten Kruste? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Wir müssen ihr folgen. Sie bewegt sich nach Westen etwa 10 cm pro Jahr. Bei dieser Geschwindigkeit dauert es 170 Millionen Jahre, der Erdkruste über den Pazifik zu folgen. Wir spulen lieber vor. Wir reisen mit der pazifischen Platte von Amerika in Richtung Asien. Die Erdkruste fällt plötzlich ab in eine Art Spalte. Das muss der legendäre Marianengraben sein, der tiefste Punkt der Erdoberfläche. Wir stehen am Rand des Grabens, 5 Kilometer unter der Meeresoberfläche. So tief dringt kein Sonnenstrahl. Ein Tiefseeanglerfisch. Wie ein Glühwürmchen erzeugt er sein eigenes Licht, schaltet es an und aus, um seine Beute anzulocken. Wir tauchen in eine Tiefe von 6,5 Kilometern. In 8 Kilometern Tiefe erreichen wir endlich den Meeresgrund. Aber ein Teil des Grabens reicht noch tiefer. Elf Kilometer unter dem Meer liegt der tiefste Punkt der Planetenoberfläche. Das Challenger-Tief. Es ist tiefer, als der Mount Everest hoch ist. Der Druck ist hier 1000-mal höher als auf Meereshöhe. Er würde jeden Quadratzentimeter Luft aus unserem Körper quetschen
uns zusammendrücken wie ein Auto in einer Schrottpresse. Der Graben liegt an der Stelle, an der die pazifische Platte auf die philippinische Platte trifft. Die pazifische Platte ist mit Wasser gesättigt. Ihr Gestein wurde über Jahrmillionen unter dem Gewicht des Ozeans zusammengepresst. Es ist so dicht, dass wir im Zeitraffer sehen können, wie es unter die leichtere philippinische Platte taucht. So verschwindet die alte Erdkruste. Hier 11 Kilometer unter dem Pazifik verschlingt die Erde ihre eigene Kruste. Unser Planet verzehrt sich buchstäblich selbst. Wir sind zurück im Erdinneren. Wenn wir den umgebenden Fels durchsichtig machen, sehen wir, dass überall um uns herum geschmolzenes Gestein ist, das zur Oberfläche aufsteigt. Flüssiger Fels ist weniger dicht als massiver Fels, deshalb steigt er nach oben. Immer weiter nach oben. Dies ist, was der Hölle auf Erden am nächsten kommt. Wir sind in einer riesigen Kammer gefüllt mit Milliarden Litern heißem, geschmolzenen Gestein. Der Druck ist unbeschreiblich. Er presst Gas und Wasser aus dem Magma nach oben mit hoher Geschwindigkeit. Bis sie durch die Kruste schießen und als Vulkan ausbrechen. Es ist ein schreckliches und eindrucksvolles Mahnmal für die gewaltigen Kräfte im Erdinneren. Kräfte, die Stein auf 1000 Grad Celsius aufheizen und schließlich zum Schmelzen bringen. Die Geschosse aus Lava so groß wie Busse, viele hundert Meter in den Himmel schleudern. Und die eine Lawine aus 800 Grad heißer Asche und Steinen mit 240 Kilometern pro Stunde den Vulkan hinabschicken. Stünden wir im Weg, würde die Asche unsere Lungen füllen, uns innerlich verbrennen und ersticken. Sandkörner und heiße, giftige Gase würden unsere Haut sandstrahlen. Die Kräfte unter der Oberfläche können Millionen von Tonnen Gas und pulverisiertes Gestein hoch in die Atmosphäre schleudern. Dort verursachen sie sauren Regen und verdunkeln den Himmel für Monate oder sogar Jahre. Und das ist nur ein Vulkan. Es gibt 600 weitere auf der Erde, die noch aktiv sind. 3/4 von ihnen liegen im sogenannten Feuerring um den Pazifischen Ozean. Diese Vulkane markieren die Bruchlinie, an der die pazifische Platte unter die Kontinentalplatte taucht.
Von hier oben sehen wir, wie alles zusammenhängt. Die Platten, die San Andreas-Spalte, der mittelozeanische Rücken, Erdbeben, Vulkane. Sie alle sind Teil des Kreislaufs aus Zerstörung und Erneuerung, der unseren Planeten in Bewegung hält. Aber es gibt eine Gruppe Vulkane, die nicht ins Bild passt. Tausende von Kilometern vom Feuerring entfernt, mitten im Pazifik, liegt eine Kette vulkanischer Inseln. Hawaii. Hawaii liegt im Zentrum der ozeanischen Platte, weit weg von jedem Riss in der Erdkruste. Diese Inseln sollten nicht existieren. Das ist die größte Insel, Big Island genannt, die Heimat von Hawaiis aktivsten Vulkan, dem Kilauea. Der Vulkan bricht entlang einer Reihe von Rissen aus und spuckt jeden Tag bis zu 500.000 Kubikmeter Lava. Genug, um eine 30 Kilometer lange Autobahn neu zu asphaltieren. Wo sie abkühlt, bildet die Lava neues Land. Vielleicht wurden so die Kontinente geboren. Geschmolzener Fels brach durch die Erdkruste und schuf Berge, Inseln und Kontinente. Aber woher stammt all diese Lava? In 3 Kilometer Tiefe unter Hawaii liegt eine gigantische Magmakammer, groß genug, um alle Vulkane Hawaiis zu speisen. Geschmolzener Fels umgibt uns. Er reicht hinunter durch die Erdkruste bis zu einer geheimnisvollen Erdschicht, die die Erdkruste vom Erdkern trennt. Der Erdmantel. Er ist 2900 Kilometer dick und macht 70% der Masse der Erde aus. Aber niemand ist je bis zum Mantel vorgedrungen, hat ihn auch nur gesehen. Bis jetzt. Sechzehn Kilometer unter Hawaii haben wir die Erdkruste durchbrochen und den Erdmantel erreicht. Das hatten wir nicht erwartet. Er ist nicht flüssig und er glüht nicht. Das Gestein ist fest, aber formbar wie zäher Teig. Obwohl es hier 1000 Grad heiß ist, schmilzt der Fels nicht. Das verhindert der immense Druck. 25.000 Mal so hoch wie an der Erdoberfläche. Es gibt keine Schichten und kaum Orientierungspunkte. Wenn wir den Weg zum Kern finden wollen, müssen wir durch den Fels hindurchschauen.
Von unten betrachtet wird die Kruste zu einer Welt, die auf dem Kopf steht. Mit Gipfeln, Tälern und Ebenen. Es ist ein Paralleluniversum, verborgen im Inneren unseres Planeten. Eine Landschaft, die das Spiegelbild der Welt darüber ist, umgekehrt und verzerrt. Wir reisen weiter unter Asien hindurch nach Westen. Die Erdkruste reicht hier tiefer in den Mantel hinein. 20 Kilometer weit. 30 Kilometer. Über unseren Köpfen ragt der Himalaya in den Himmel. Direkt darunter drückt die Erdkruste tief in den Mantel. Mount Everest ist 8848 Meter hoch. Dieser umgekehrte Berg erreicht mindestens die sechsfache Größe. Er reicht bis zu 70 Kilometer unter den Gipfel des Everest. Wie bei einem Eisberg ist der Großteil des Berges von der Oberfläche aus nicht zu sehen. Der Berg drückt sich in den Erdmantel. Dies ist das letzte Andenken an unser Zuhause. Es ist Zeit, die Erdkruste hinter uns zu lassen und uns auf die Reise in den Erdmantel zu begeben. In die gewaltige, lebensfeindliche Hauptmasse unseres Planeten. In 70 Kilometern Tiefe liegt der Erdmantel in unheimlicher Stille. Aber das Gestein bewegt sich. Es kriecht mit 12 Zentimetern pro Jahr dahin. Es bewegt sich, weil es aufgeheizt wird. Der Erdkern erhitzt den Fels und erzeugt sogenannte Konvektionsströmungen. Wie in einem Topf voll kochendem Wasser. Die Strömung schiebt das Mantelgestein weg vom Erdkern in Richtung Erdkruste. Dann bewegt sich der Fels weiter unten an der Kruste entlang und zieht sie dabei mit sich. Seit wir unterwegs sind, fragen wir uns, warum sich die tektonischen Platten bewegen, was Erdbeben auslöst und Vulkane ausbrechen lässt, was ganze Kontinente verschiebt. Hier ist die Antwort. Gewaltige Konvektionsströmungen. Je weiter das Gestein vom Erdkern entfernt ist, desto kühler ist es. Das kühlere, dichtere Gestein sinkt ab, der Erdkern heizt es auf und es steigt wieder an die Oberfläche, wo es abkühlt. Dieser Konvektionszyklus bestimmt unseren Planeten. Die ständige Umwälzung hält ihn geologisch aktiv. Sie ist der Motor der Erde. Doch der Treibstoff stammt aus noch größerer Tiefe.
In 240 Kilometern Tiefe wartet eine Überraschung. Klare, harte Kristalle. Jeder Diamant, der in einem Ring oder einer Krone funkelt, hat seinen Ursprung hier unten. Fels ist reich an Kohlenstoff, demselben Element, aus dem Kohle und das Graphit in einem Bleistift bestehen. Aber bei 1600 Grad Hitze und fast 50.000 Kilogramm Druck pro Quadratzentimeter, 50.000 mal so viel wie an der Erdoberfläche, werden die Kohlenstoffatome in eine viel dichtere Struktur gepresst als bei Kohle oder Graphit. Langsam. Es kann bis zu 3 Milliarden Jahre dauern, diese härtesten und wertvollsten aller Edelsteine entstehen zu lassen. Natürliche Diamanten bilden sich nur in dieser Tiefe, bei dieser Temperatur und unter diesem Druck. Menschen könnten hier nicht überleben. Kein Bohrer reicht so weit hinab. Wie also bauen wir Diamanten ab? Vor 30 Millionen Jahren dehnt sich im Erdmantel gefangenes Gas aus. Wie in einer Champagnerflasche, die jemand schüttelt. Diamanten und Gestein aus dem Erdmantel werden in die Erdkruste geschossen. Jeder Diamant, den wir heute bewundern, wurde unter extremer Hitze und immensem Druck geformt und kam in einer vorzeitlichen Eruption an die Oberfläche. Die letzte war vor 30 Millionen Jahren. Millionen andere blieben weit außerhalb unserer Reichweite begraben. ...320 Kilometer. 500 Kilometer unter der Oberfläche. Kilometer um Kilometer heißer, grüner Fels. Wenn wir das Mantelgestein durchsichtig machen, sehen wir etwas anderes hier unten. Eine Felstafel, die hunderte Kilometer breit sein muss. Infrarotaufnahmen würden zeigen, dass die Tafel viel kühler ist als das sie umgebende Mantelgestein. Sie ist kühler, weil sie mit Wasser durchtränkt ist. Mehr Wasser. Gerade als wir dachten, es könnte nicht mehr seltsamer werden, stoßen wir tief im Erdmantel auf Meerwasser. In dieser bizarren Welt werden die Dinge umso sonderbarer, je tiefer wir reisen. ...500 Kilometer im Inneren der Erde. Die riesige Felstafel ist getränkt mit Meerwasser. Es gibt nur eine Erklärung.
Sie ist eine der Platten, aus denen die Erdkruste besteht. Wenn sich eine Platte unter eine andere schiebt, führt sie Meerwasser mit sich in Richtung Erdkern. Dies ist ein Teil der vorzeitlichen Erdkruste. Es gibt noch mehr solche Platten hier unten. Denkmale eines vergangenen Erdzeitalters. Eines Tages, in Millionen von Jahren, könnte auch die Erdkruste, auf der wir heute leben, hier unten enden. Unsere Welt an der Oberfläche, die sich so stabil anfühlt, so beständig, ist es in Wirklichkeit nicht. In 660 Kilometern Tiefe stapeln sich die Platten. Ein Erdrutsch im Inneren der Erde und gewaltigem Maßstab. Über zig Millionen Jahre tauchen Billionen von Tonnen Fels in die geheimnisvollen Tiefen des Erdmantels. Das kältere Material sinkt hinab und drückt vom Erdkern erhitztes Gestein nach oben. Im Zeitraffer sehen wir das Gestein aufsteigen. Wie heißes Wachs in einer Lavalampe. Es bahnt sich seinen Weg durch das feste Mantelgestein und wird weicher und flüssiger, während es nach oben steigt. Weiter aufwärts eine riesige Blase heißen Gesteins. Mindestens 1000 Kilometer im Durchmesser und 600 Kilometer hoch. Die Blase ist groß und heiß genug, um sich durch die Erdkruste zu brennen und einen Vulkan zu erschaffen, der weit abseits der Plattengrenze liegt. So ist Hawaii entstanden. Die vulkanische Inselkette liegt über einer gewaltigen Blase aus heißem Gestein, die sich hunderte Kilometer in den Erdmantel erstreckt. Aber wir müssen wieder nach unten, nicht nach oben, in Richtung des Kerns, nicht der Kruste. Wir müssen wieder hineintauchen, hinunter durch fast 1500 Grad heißes Gestein. Zweihundert Kilometer, sechshundert Kilometer, 1000 Kilometer. 1500 Kilometer im Inneren der Erde. Wir haben mehr als den halben Weg zum Kern geschafft. Wir sind durch die Erdkruste gereist und in die tiefsten Tiefen des Mantels. Das Gestein wird weicher, klebriger. Es wird heißer. 2000 Kilometer tief. 2300 Kilometer. Wir nähern uns. Nähern uns dem Herzen unseres Planeten. 3000 Kilometer tief. Hier ist es. Die Kraft, die Kontinente formt, Vulkane und Erdbeben speist. Der Punkt, um den sich die Erde dreht. Das Zentrum des Rätsels. Es ist Zeit, den Erdkern zu knacken.
Wir sind am Ziel. Das ist der Erdkern. Er besteht aus geschmolzenem Eisen und Nickel. Er ist so heiß, dass er gelb glüht. Der Kern ist größer als der Mond. Alles, was es auf der Erde gibt, gibt es seinetwegen. Die Hitze, die Erdbeben und Vulkane entstehen lässt, die Kontinente in Bewegung versetzt und den Planeten lebendig macht, stammt aus seinem Inneren. Es sieht aus, als ob es schneit. Nach oben. Der Druck fällt zwischen Erdkern und Erdmantel ab und Verunreinigungen regnen aus dem flüssigen Metall des Kerns, wie Luftblasen, die aus einer offenen Sprudelflasche aufsteigen. Die sich abkühlenden, kristallisierenden Mineralien lagern sich als Dünen auf der Unterseite des Mantels ab. Wir haben gerade erst seine äußere Schale erreicht. Schon hier ist der Erdkern komplexer, schöner und gefährlicher, als wir uns je hätten vorstellen können. Da sind gewaltige Wirbel aus flüssigem Metall. Es gibt viele gleichzeitig. Jeder ist Tausende von Kilometern hoch und Dutzende Kilometer weit. Die Ströme wirbeln hinauf zum äußersten Rand des Kerns und sinken zurück zu seinem Zentrum. Mit Geschwindigkeiten von etwa 10 Kilometern pro Jahr. Langsam nach unseren Maßstäben, aber für geologische Begriffe blitzschnell. Beschleunigen wir die Zeit um den Faktor 50.000 und es wird heftig. Hier unten herrschen 4000 Grad Celsius. Solche Hitze lässt diese Säulen aus heißem Metall entstehen. Dann verdreht die Erdrotation die Säule zu gigantischen Wirbeln. Zusammen verwandeln die sich drehenden Säulen den Erdkern in einen riesigen Elektromagneten. Er ist so gewaltig, dass das Kraftfeld, das er erzeugt, weit über den Kern hinausreicht. Durch den Erdmantel, die Erdkruste und bis hinaus ins All. Es erzeugt einen magnetischen Schild um unseren Planeten, der die Erde vor tödlichen Sonnenwinden schützt. Ohne diese elektromagnetischen Wirbelstürme wäre die Erdoberfläche eine leblose Wüste. Nichts könnte dort existieren.
Es ist wie eine Verkettung glücklicher Zufälle. Eine Wechselwirkung von Bewegung und Hitze, die unsere Welt schützt. Jedes Wunder, das wir gesehen haben, jeder Schrecken, die Hitze des Erdkerns, speist sie alle. Wir können die Hitze sehen, sie fühlen, aber wir wissen immer noch nicht, warum der Erdkern so heiß ist. Woher kommt all diese Hitze? Die Antwort liegt in der Vergangenheit. Lange vor der Geburt der Erde. Vor 4,5 Milliarden Jahren. Felsbrocken umkreisen die noch junge Sonne. Sie kollidieren miteinander und setzen dabei Wärmeenergie frei. Der Großteil dieser Energie wird ins All abgestrahlt. Aber ein kleiner Teil hält sich im Inneren der wachsenden Felskugel. Die Kugel wird zum Planeten. Und mit zunehmender Gravitation werden die dichtesten Elemente in sein Zentrum gezogen. Die Elemente sinken ab und erzeugen Reibung und Hitze. Instabile, radioaktive Elemente wie Uran, Kalium und Thorium zerfallen und generieren noch mehr Hitze. Viereinhalb Milliarden Jahre später ist der Erdkern, gehüllt in Gesteinsschichten und isoliert durch die Erdkruste, immer noch heiß. Diese Hitze ist das größte Geschenk des Erdkerns. Alles, was unsere Welt so schön und so vielfältig macht, verdankt seine Existenz dieser uralten Energiequelle. Aber unsere Reise ist noch nicht vorüber. Es gibt einen Kern im Inneren des Kerns. Fünftausend Kilometer im Inneren der Erde. Im Herzen des flüssigen, heißen Erdkerns. Liegt ein Wald fester Eisenkristalle. Hunderte Meter hoch. Es ist heißer als an der Oberfläche der Sonne. Bis zu 7000 Grad Celsius. Eisen schmilzt bei 1500 Grad. Alles hier sollte eigentlich flüssig sein. Doch hier tobt eine Schlacht zwischen den grundsätzlichen Kräften im Erdkern, Hitze und Druck. Der Druck ist hier 3,5 Millionen Mal höher als an der Erdoberfläche. Die Eisenmoleküle haben keinen Platz, sich auszudehnen und zu verflüssigen. Dort, wo der Druck am größten ist, kristallisiert das Eisen und gibt dabei Hitze ab. Wie ein schlagendes Herz pumpt der Erdkern Hitze durch den Planeten. Hitze, die die gewaltigen Strömungen innerhalb des Mantels erzeugt und die Wirbelstürme aus geschmolzenem Metall im Kern. Und jede Sekunde kristallisieren tausende Tonnen Eisen am inneren Kern.
Wenn sich im Kern mehr und mehr Eisen verfestigt, werden die elektromagnetischen Strömungen abgeschwächt. Und irgendwann wird das Magnetfeld unseres Planeten zusammenbrechen. Es könnte in Milliarden von Jahren passieren, in einer Million oder weniger. Tatsächlich weiß das niemand. Aber wenn es soweit ist, wird unser Planet den tödlichen Strahlen der Sonne schutzlos ausgeliefert sein. Irgendwann wird der gesamte Erdkern zu einer massiven Eisenkugel werden und das Herz der Erde wird aufhören zu schlagen. Ohne die Hitze aus dem Erdkern wird der Erdmantel allmählich abkühlen. Die gigantischen Strömungen, die Vulkane speisen, Erdbeben auslösen und Gebirge erschaffen, werden zum Erliegen kommen. Die Platten, die sich über die Oberfläche der Erde schieben, werden stehen bleiben. Die San Andreas-Spalte, einst so aktiv und unvorhersehbar, wird zur Ruhe kommen. Die Erdkruste wird regungslos daliegen. Und die Erde geologisch tot sein. Das ist unsere Welt ohne einen aktiven Kern. Die Erosion wird selbst die höchsten Berge schleifen. Ohne Magnetfeld wird die Sonnenstrahlung die Atmosphäre wegbrennen. Die Meere werden verdampfen. Unser jetzt noch so üppiger Planet wird zu einer leblosen Hölle werden. So wie der Mars. Aber wahrscheinlich wird der Erdkern unter einer 2800 Kilometer dicken Decke aus Fels unseren Planeten noch Milliarden von Jahren am Leben erhalten. Tatsächlich tritt das Schreckensszenario vielleicht nie ein. Die Sonne könnte zuerst verlöschen. Jetzt ist es an der Zeit, das innerste Heiligtum des Planeten zu betreten. Uns durch massives Eisen zu graben in den inneren Kern. Der Druck ist so gewaltig, dass er uns zusammendrücken und jedes Element aus unserem Körper pressen würde, bis nur noch Kohlenstoff übrig ist. Verdichtet zu einem einzelnen Diamanten. Nach einer Reise von 6400 Kilometern haben wir den absoluten Mittelpunkt der Erde erreicht. Zwei Kräfte haben unsere Reise bestimmt. Hitze und Druck. Hier sind sie an ihrem Maximum. Es ist der heißeste Ort des Planeten. Heißer als die Oberfläche der Sonne. Der Druck ist hier 3,5 Millionen Mal so groß wie dort, wo wir leben, an der Erdoberfläche. Wir wissen nicht genau, woraus der innere Kern besteht, wie schnell er wächst, wann er entstanden ist, welche Rolle er spielt. Für die Wissenschaft ist er eine Art schwarzes Loch im Herzen unseres Planeten. Hier gelangt die Wissenschaft an ihre Grenzen und die pure Spekulation beginnt. Aber aus diesem unbekannten, unerreichbaren Kern stammt alles, was unsere Welt möglich macht.
Magnetismus, der die Erde vor der tödlichen Sonnenstrahlung schützt und so das Leben gedeihen lässt. Mantelströmungen, die die Platten um die Erde treiben. Edelsteine. Ihre Schönheit fesselt uns und ihre besonderen Eigenschaften sind ein Schlüssel für Technologien. Gold. Öl. Kohle. Die Rohstoffe, die unsere Zivilisation formen und vorantreiben. Vulkane. Kontinente. Unser sich ständig wandelnder, lebendiger Planet. Und das Leben selbst. Alles, was wir lieben. Alles, was unseren Planeten einzigartig macht. Alles, was wir sehen. Verdankt seine Existenz etwas, das wir nicht sehen können. Dem Erdkern. Unerreichbar, aber nicht mehr länger unbekannt.